Seit einem Bankraub waren das Gesetz und die Schotterstraßengang verfeindet. Der Gang feigste. Die Deputies entdeckten das Gold. Der Kampf um das Gold war entbrannt. Zeit, die Kontrolle zu übernehmen. Der Sieg der Deputies hatte einige Leben gekostet. Die Schotterstraßengang hatte das Gold und das Gesetz wollte es sich holen. Das Gesetz wollte ans Gold. Die Deputies zogen sich zurück. Der Gang blieb noch eine Chance. Der Angriff begann. Ein Gesetzeshüter verblieb. Schüsse. Ohne Gegner geriet die Gang außer Rand und Band. Die Schotterstraßengang hatte das Gold und das Gesetz wollte das ändern. Der letzte Deputy ging in Stellung und einfach so war das Gesetz Geschichte. Das Gold gehörte so gut wie ihnen. Sie mussten das Gesetz nur so lange aufhalten, bis die Pferde bereit waren. Das Gesetz. Nur ein
Gesetzeshüter verblieb. Nur einer aus der Gang stand noch. Jetzt ging es ums Ganze. Schüsse waren zu hören. Ein letzter Schlag und die Gang war besiegt. Das Gesetz rückte vor, aber die Schotterstraßen-Gang würde ihr Diebesgut nicht kampflos aufgeben. Dann fand das Gesetz das Gold. Die Deputies waren da. Schüsse waren zu hören. Der Gesetzeshüter verblieb. Es blieb noch eine Chance. Der Angriff begann. Das Gesetz ließ die Gang in der Sonne schmoren.